Freizeitparks sind in Deutschland wie in Russland sehr beliebt. Riesenparks wie der Europapark in Bayerischen Russ suchen jedoch in Russland abseits von Moskau und St. Petersburg vergeblich ihresgleichen. Eben ein Europapark hat auch einen Themenbereich, der sich Russland nennt und von dem wir von Russland TV wissen wollten, ob er mehr zu bieten hat als etwas Russen-Disney mit Goldkuppeln. Eben jene mussten uns natürlich am Eingang des russischen Dorfes empfangen in Form eines imposanten Eingangstors. Dahinter gab es jedoch sehr schön verzierte russische Hütten mit Originalkunsthandwerkern vom Puppenmacher bis zum Ikonenmaler. Diese durfte man zwar über die Schulter schauen, aber leider nicht bei ihrer Arbeit filmen. Neben einem begehbaren Modell der russischen Raumstation Mir in Originalgröße bot das russische Eck noch eine Schlittenfahrt durch die slawische Märchenwelt für die Kleinen sowie eine russisch anmutende Haltestelle der Parkeisenbahn. Mir, auf Deutsch Frieden, ist jedoch nicht nur der Name der Raumstation, sondern als Euromir auch des größten Fahrgeschäfts im russischen Bereich, einer spektakulären Achterbahn, die sich vorwärts und rückwärts in und um drei Türme mit Kosmonautenatmosphäre windet. Daneben bietet Lada ein eigenes Fahrgeschäft. Dass der Russlandbereich des Parks nicht zu knapp ausfällt, dafür sorgt mit Sicherheit der allgegenwärtige Sponsor aus dem russischen Energiebereich. Dieser betreibt auch außerhalb des Russland-Ecks ein Tagungszentrum und ein weiteres spektakuläres Fahrgeschäft. Übrigens sind auch bei der Eiskunstshow des Parks mehrere russische Profis zu sehen, auch wenn man diese interessanterweise im Griechenland-Resort des Parks findet.